Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22. Hier bei mir zurück. Ja. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unsere Ernte verkauft, halt, bis auf die Sojabohnen. Dann warten wir noch ab bis ein paar Monate, also bis im Juni halt. Oder da. Vielleicht hoffen wir doch, der bessere Preis da ist. Und wir hatten jetzt Sonnenblumen anzupflanzen. Was wir noch in der letzten Folge getan haben, ist, wir haben einen großen neuen Trecker hier, der auch ein Rabatt war halt. Den sehen wir jetzt hier im Hintergrund. Ich habe einen Raupentrecker, der hier am Grubern ist hier, als Nachbarschaftshilfe. Zudem, jetzt, was dann nachher passiert ist, haben wir noch einen anderen Grubber geholt. Tiefen Grubberer, die anderen sind da größtenteils hier flach Grubber. Und der geht halt ein bisschen tiefer mehr in den Boden, obwohl bei dem großen roten, was wir da gehabt haben, einfach eigentlich auch so, oder sieht vielmehr danach aus, dass es auch solche großen Sinken dran sind, die eigentlich auch so tief in die Erde gehen können. Aber die Bodentextur, die danach hinterher kommt, sieht halt so aus, als ob wir halt nur die oberste Schicht halt machen, oder als ob wir halt einfach auch in der Scheinecke bloß drüber gehen, die ja eigentlich auch nur die oberste Schicht auflockert. Und so. Und ich wollte auch mal ein anderes Texturbild zum Bauch haben, halt, deshalb halt, ich habe noch den Flachgrubber, aber habe jetzt auch noch den tiefen Grubber, damit ihr jetzt einfach auch diese Textur habt. Aufsehen kann, wo war ich jetzt schon lang kalt, oder ab und zu habe ich jetzt nicht so gesehen, wo ich dann mit der Scheibenecke oder auch Flachgrubber lang gegangen bin. Falls die Erklärung nicht googeln will, dann werde ich das dann in den nächsten Folgen mal übernehmen, falls ich es vergesse. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch wirklich wollt, so wie ich es auch bei der Sorghumhirse gemacht habe. Ja, wie gesagt, sieht ihr, wie groß die Sinken sind. Das können wir uns gleich dann nochmal beim Hof angucken mit den Flachgrubber. Da müssen die Zinken eigentlich genauso aussehen. Also der Savepoint. Und ja, wir befinden uns jetzt im März. Und im April könnten wir auch noch die Sonnenblumen anbauen. Darum stehe ich jetzt erstmal noch Poker. Also, dass ich jetzt nochmal mich hinlegen tue. Um dann vorzuspringen auf April. Weil im April können wir auch noch die Sonnenblumen anpflanzen. Und vielleicht ergattern wir da auch noch eine kleine Einzelkornmaschine. Jetzt nicht direkt eine ganz große, vielleicht eine mittlere. Und wenn nicht, dann kaufen wir uns dann eine denn gleich. Ich schwelge, wir müssen ja eh dann eine kaufen. So. Fahr den nochmal hier zur Straße hoch. Kann der wieder zurück zum Hof fahren. Wenn man mit den Tempomaten einstellt. Auf PC wäre es bestimmt anders. Da drückt man es, glaube ich, auf bei dem Numpad, also da wo die Taste der Taschenrechner ist, da die Tasten irgendwie, da kann man auch den Tempomat einstellen. So. Ja. Rechnen. Wie fahre ich jetzt ein bisschen lang? Jetzt setzt er sich in Bewegung. Jetzt wird schon mal den hier zum Hof halt. Also ich habe das Feld schon vorbereitet, auch Steine gesammelt halt. Das ist ja 100% gedüngt halt in der Vorstufe und dann jetzt noch den Ölrettich. Das Scheimecke. Und nochmal hier
drinnen noch unter der Halle steht halt der Tiefenlocker und der hat ja auch etwas so eine größeren Sinken hat. Ja, vielleicht weil die halt nicht so tief im Boden vielleicht hineingehen. Die Arbeitstiefe, das sieht man ja, wo die schon keine Farbe mehr dran haben, wo da die Erde gewirkt hat. Ja, vielleicht entsteht das denn dann so. Nimmt sich eigentlich halt nicht viel halt. Daran ist halt noch 0,5 Meter länger. So, wenn wir jetzt nochmal im Shop gucken gehen, haben wir jetzt hier zehnmal den gleichen Futterwagen. Den brauchen wir aber noch nicht, noch haben wir keine Tiere. Und wenn wir jetzt hier bei Einzelkorn die Maschinen hingehen, haben wir jetzt hier 3 Meter bis 4 Meter, 6 Meter. Jetzt, dazu brauchen wir dann noch ein Zusatzbauteil. Das kostet nochmal extra 18.000, wo wir nochmal auch Dünger oder auch Saatgut dann hier reinmachen können. Das alles dann gleich geht. Eine super Funktion hat man an der Seite, glaube ich, ein Rohr noch halt, wo dann das alles durchgezogen wird. Und da ist die Geschwindigkeit von 10 km/h. Dann hier die Lampkin, die 6 Meter hat. Auch 6 Meter, aber kann man 16 Kilometer fahren beim Sehen. Das ist auch wieder Preis hier mit den Zusatztank. Und dann haben wir ja die Querreland mit 9 Metern, mit der können wir 18 km/h übers Feld fahren, kostet dementsprechend aber dann noch fast 90.000. Aber wir können auch und brauchen halt auch damit nur hoch 180 PS halt und halt das ist halt nur wegen Tankvolumen halt und so halt. Aber eine größere Arbeitsbreite. So, da kommt auch schon an. Düst. Sehr schön. Wir legen uns nochmal schlafen. Morgens um 8 Uhr. Und das so, wenn ihr das halt auch macht, mal schlafen gehen, immer wieder, wenn ein neuer Tag halt startet, dann kann man mal im Shop gucken, was nun drinne ist. Und es wäre bloß ein Trecker drinne. Der McCormick ist 310 km/h. Wir hatten ja schon einen Trecker jetzt schon investiert und weil ja auch schon an anderen loswerden, dass man das mit den ständigen Schalten halt nicht mehr haben. So, hätten wir auch etwas mehr Leistung halt haben. Wo mir kommt, der mir kaum halt so neu ist. Vielleicht wird sie in der nächsten Folge sehen. Oder wir tun es auch noch in dieser Folge gerne. Erstmal holen wir uns eine Einzelkorn-Sämaschine, nämlich hier die Querreland. Ja, man. Wer es richtig aussprechen kann, halt, ja. Ohne Kennzeichen halt, ne? Warum nicht? 80.500. Steht das Ding jetzt bereit? Und die Felder jetzt zu bestellen, müssen wir jetzt halt mal voll machen. Uns hier 78 sehen. Zeit oben. Mittel großer Traktor halt, aber halt nicht mit dieser Leistung. Ja, klar, wir haben jetzt da den großen, der dann mit 600 PS unterwegs ist. Aber hier ist dann jetzt, wenn man voll ist, halt hier hat man das mit den Schalten halt und der hier auf automatisch habe. Und jetzt, wenn ich jetzt Feldarbeit noch damit mache, jetzt mit der Bodenbearbeitung, dann kommt der halt
nicht so doll, also knick halt. Klar, wir haben jetzt eine andere Maschine, die Bodenwaage übernehmen kann und Boden schon lässt durch den Haufen. Aber jetzt halt dann, dass wir von der PS-Zahl uns halt noch anpassen, ja, gerade wenn der McCormick drin ist. Und für 100.000 kann man das auch mitnehmen halt. Aber da war ja noch diese andere Sache mit den neuen Dreschern, ne? Das kostet alles Geld. Also, da muss ich halt mit klarkommen, halt das mit entscheiden ist halt so. Bis ab und zu stresse ich nicht. Immer. Gut, der hat auch eine ganz schöne Last zu ziehen, Alter. Dann immer auch, Alter. Dann kann man es auch verstehen, Alter. Wir haben uns erst einen Trecker gekauft, wir brauchen nicht noch einen. Wir wollen ja noch den neuen Drescher uns holen. Und jetzt so den Kontostand dann sehen. Das sehe ich auch schon in Betracht, mal kurz bei der Bank anzuklappen und so mal für die zu holen, halt damit wir uns den dann auch noch leisten können und dann noch ein bisschen noch im Plus halt sind. Ein anderer Aspekt ist dann, dass wir dann die Kredite dann auch irgendwann zurückzahlen müssen. So, erster Schritt hätte ich wieder gemacht, so halt die Seemaschine geholt. Mit dem wir jetzt hier Sonnenblumen anpflanzen auf dieses Feld und vielleicht dann auch mal auf die 49 und zwar ein bisschen mehr Ertrag halt kommen. Plus dann mal dann auch hier, dass wir jetzt Mais anbauen können wieder und auch Baumwolle. Soja und Raps kann man auch mal mit der hier anpflanzen. Ja, was anderes. Ja, eine größere hätte uns so. Klar, im realen Leben wurde das jetzt nicht so gemacht, da ist jetzt beim Mais immer Säcke halt oder auch so, dann macht man jetzt hier die Deckel hier auf und führt dann hier das die Maiskörner rein, die gebeizt werden, die vor Schädlingen geschützt sind und hier dann halt den Dünger, den wir dann ja auch gleich hier einmachen. Ah, nicht original getroffen. Plus nochmal mit dem Effekt halt mit der Einzelkorn-Seemaschine hier. Wir können noch andere Aufgaben beim Nachbarn erfüllen. Die dann halt jetzt Sonnenblumen pflanzen wollen oder Mais und so. So. Und wie hängen wir jetzt das Ganze am Trecker an? Positionieren uns erstmal so. Jetzt da hinten. Jetzt, ja, kann man hier ran. Dass da diese Aufnahme ist. Das heißt jetzt hier die Transportstellung ist. Okay, Transportstellung. Ist die? Das ist schon so geht, aber wir müssen halt wieder anders angucken, das Ganze. Da ist jetzt wieder so ein bisschen jetzt hätte man auch so auf dem Feld halt, wo man sich sofort so aufklappen kann. Geht uns so ganz schön ins Gewicht hinein, ne? Abgewicht hat ein bisschen Vorteil gewesen. So, klappen wir mal die Reifen und so ein halt. Wird es aufgeklappt sein. Okay. Schön ulkig aus, ne? Aus der Ding dahinter. So, da kann man hier am Frontgewicht. Ist ja gleich hinten an der 3-Punkt angelangt. Beim Wenden zu drücken ist in der Zeit. Statt da, wenn da noch so ein Stängel noch dran ist. Ja.
Hier wird einmal der Boden mit aufgearbeitet hat. Und wird dann hier durch über die Schläuche, die hier sind, wird dann der Dünger mit hineingelegt, dass dann wirklich halt nur hier wird dann mit die Ritzreihe gemacht, wo dann das Korn abgelegt wird. Ob dann so gemessen ist oder durch die Maschine halt, je nachdem, diese Abgabe mit den Abständen und zusätzlich zu diesem Korn, was da abgelegt wird, oder den paar Körnern, wird noch ein bisschen der Dünger noch hinzugemacht, damit es gleich besser wachsen kann mit dem Dünger halt. Da wir jetzt hier schon 100% haben halt, wegen den Ölrettich wird es vielleicht nicht der Fall sein, aber vielleicht geht ja doch der Dünger runter. Wir werden es sehen. So, wir schalten das ganze Ding mal an. Und kling los. Okay, Dünger geht schon mal mit runter. Schon, dass der Hüt Pumps macht, also eine Geschwindigkeit hat. Lass den Tempomaten mal so bei 16 halt rufen. Nur jetzt kommt halt hier die türkische Stelle noch bei unserem Hof. Nehmen das Ganze aus und das Ding ist wackelt hier wie verrückt. Legen wir mal hier drüben halt an, aber halt dann ein bisschen weiter in die Mitte, doch durch das Flügen hier, wo die Beinfelder miteinander verbunden habe, ist dann halt hier diese Lücke entstanden, oder ist halt noch ein bisschen weiter rausgekommen, das Stück, das nehmen wir natürlich mit. So, nachdem ich dann hier dieses Feld dann fertig habe und das andere dann auch die 49, ja, die hat ja schon jetzt Zeit brav gelegen, gehe ich dann hier nochmal mit der Walze drüber, damit die noch ein bisschen mehr angedrückt ist, die Körner, damit wir halt dann noch einen besseren Ertragsbonus hier haben bei den Sonnenblumen. Bloß doch noch die andere Investition noch hinzu. Wir stellen uns jetzt hier gleich da hinten bei unserem Wohnhaus ein Bienenstock hin, weil die Bienen sollen ja auch gut betätigt mit der Blütenstelle. Ist an der Stelle ausgelassen, muss ich dann nochmal so rübergehen. Die Bienen geben uns dann auch immer ein kleiner Ertragsbonus bei Kartoffeln, Sonnenblumen und Raps, jetzt den Blüten um, geben uns noch Honig auch noch, den wir dann weiterverkaufen können, das späteren auch in die Produktion nehmen können, jetzt zwecks bei der Müsli-Fabrik oder beim Bäcker. So. So lang geht es jetzt sogar, weil hier auch was fehlt hat. Bin ja was da so rausgekommen. Aber da vielleicht rausgekommen in der Tür. Ist halt jetzt so entstanden.
so halt, dann wollen wir einen größeren Strich halt machen. Plus halt, wenn wir jetzt in Winscher kommen, müssen wir dann noch so einen Triggerpunkt platzieren, wo dann die Paletten spawnen für den Honig, und wo dann der Honig ist, da gab es jetzt so ein Mod halt, wo dann das dann statt eine Palette, dass da dann drei Paletten stehen können. Weiß jetzt so nicht, weil wir haben ja hinten halt auf der 50 haben wir da Raps drinne. Ob die Bienen auch jetzt so weit fliegen, dass da jetzt auch eine Ersteigerung kommt, oder ob die halt nur den Bereich nehmen, hier vorne zum Beispiel halt. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß der Radius ist, heißt, dass die halt vielleicht nur die Bienen nehmen dieses Feld hier ein, und die 49, die lassen sie jetzt komplett aus, da kommt jetzt nicht das Feld. Mal nochmal in die Beschreibung hineingucken. Wenn man dann hier am Ende angekommen sind, dann dass man die Drehzahl runterstellen kann, und wenn sich erstmal wieder mal beruhigt, ziehen schon wieder voll in der Länge. Wer noch hier dran ist, steckt dranbleiben in die Kommentare. Zur Sicherheit fahre ich jetzt hier mal lang. Ich sehe es ja selber, dass da halt nichts mehr rausgeht. So. Drehen wir mal runter, wir fahren dann runter zu 49, mache ich dann hier nach, wenn wir fertig sind. Oh, es kommt wieder, ja, es kommt wieder. Das Laden. Speichern. Das zieht sich ja wieder in die Länge. Wie schön sieht's aus. Mal so kurz erklären, so Tierart, na, muss ich hier so: Bienenstöcke produzieren Honig, der weiterverarbeitet oder direkt verkauft werden kann. Platziere deine Bienenstöcke neben Feldern und du wirst bald im Schlaraffenland leben, da die Bienen den Ertrag von Raps, Sonnenblumen und Kartoffelfeldern erhöhen. Der Honig wird an bestimmten Zonen geliefert, die du frei auf deinem Land platzieren kannst. Okay, wir können hier einen Bienenstock platzieren, und irgendwo ist dann der Haupttrigger, wo dann die halt spawnen halt. Was? Ich mache hier bauen, dann Tiere, ja, Bienen. Ja, das ist jetzt hier diese einfache Stock, und das sind hier die etwas breiteren, was dementsprechend dann noch mehr halt. Und je nachdem, wie groß war jetzt hier der Winscher Girls, umso mehr produzieren die dann halt. Da wir jetzt das unbedingt Feld hier vorne halt haben, schön am Spielplatz, ne? Großer, umso mehr wird denn da bestimmt erhöht halt. Dann platzieren wir das. So. Da halt. Das sind Dreierpunkte, nicht der verschwindet da im Boden. Ach komm mal, ne. Wird es denn bearbeitet? Ja, wird bearbeitet, denkst du, das drin. Oh, das wird drei Paletten da haben. Bewege dich schon mal dorthin. Klar, die jetzt zur Zeit produzieren für das Spiel, die jetzt nicht, da ja noch keine Sonnenblumen gewachsen sind. Aber
aber wir können schon sehen, halt, hier wird schon gearbeitet, die fliegen. Ach, Bereich beträgt sich jetzt auf 150 Meter. Hier raus, ja. Ganz okay, im Wegpunkt sitzen. Wenn man so sehen könnte, wie weit jetzt 150 Meter sind. Ja, die fliegen dann ein hier im Umkreis von 150 Metern. Und dann kriegen wir die Honig halt. So, hier muss ich noch mit einer Walze rübergehen halt. Das ist eine zu anzuwalzen. Mache ich dann, wenn ich mit der 49 auch fertig bin. Und ja, mal schauen, wenn ich bin dann, wie es dann hier aussieht, dann beim nächsten Mal. Vielleicht dann schon ein paar Honigpaletten da sind halt. Und meine halt. Und ja, dann muss ich sagen, jetzt weiß ich ja, schön lang geworden ist. Halt, wenn es euch gefallen hat, zeigt wenn ihr mir einen Daumen da oben da lässt. Kommentare halt so, zeigt hier die Info halt. Ich suche mir da was raus halt. Und ja, halt wieder mehr investiert halt in einer neuen Saat. Maschine und auch in die Bienen halt, die uns dann bald leckeren Honig bringen. Also, habt dann einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir sind jetzt endgültig fast das für die heutige Folge, und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es hier weitergeht im Großflächendesigner LS22. Also, bis dann, macht das gut. Wir sehen uns. Tschüss.